Mein Name ist Sascha Wissley und ich bin ab heute obdachlos. Also was nachts kriegst du hier Besuch von Ratten? Es ist echt schweinekalt. Die Straße ist gnadenlos. Paulenzer. Ich habe nicht zufällig ein bisschen Kleingeld über oder so, wie einen Cent oder so. Ich habe hier in einer Stunde 2 Zeitungen verkauft oder so. Das war schon auch harte Arbeit. Für Sie vielleicht eine Zeitung zum Mitnehmen? Analoge Buchstaben für unterwegs vielleicht? Jedenfalls riecht es hier so heftig nach Urin, dass es einem fast den Atem verschlägt. Aber ganz ehrlich, es ist mir mittlerweile echt egal. Die Zahl der Menschen ohne Wohnung steigt. Dennoch gehören sie scheinbar nicht zu unserer Gesellschaft. Manchmal fühlen wir uns von ihnen belästigt, aber meistens ignorieren wir sie. Unser Reporter Sascha Bisley wagt den Selbstversuch. Mitten im Winter wird er eine Woche lang auf der Straße leben, als Obdachloser. Saschas eigenes Leben verläuft alles andere als glatt. Als Jugendlicher gehören Gewalt und Drogen zu seinem Leben. Er hat Ärger mit der Polizei und sitzt im Knast. Stuttgart gehört dank Daimler, Porsche und Co. zu den reichsten Städten Deutschlands. Doch auch hier gibt es Obdachlosigkeit. Wie kann man in Stuttgart als Obdachloser leben und überleben? Mein Name ist Sascha Wissley und ich bin ab heute obdachlos. Der erste Tag. Noch ahnt Sascha nicht, wie sehr ihn dieses Experiment an seine Grenzen bringen wird. Er ist ganz auf sich allein gestellt. Ohne Essen, ohne Geld und keinen Platz zum Schlafen. Er muss sich überwinden. Betteln um Geld und Lebensmittel. Entschuldigung, habt ihr vielleicht ein bisschen Kleingeld oder so? Trotzdem danke. Wildfremde Leute anschnorren. Ich hätte nicht gedacht, wie erniedrigend das ist. 3 Wochen später. Sascha kehrt zurück nach Stuttgart. Genau an die Orte, die er als Obdachloser erlebt hat. In diesem Hauseingang war einer seiner Schlafplätze. Ohne Hilfe hätte er die Zeit aber nicht überstanden. Tipps bekommt Sascha etwa von Tommy, der jahrelang als Obdachloser in Stuttgart gelebt hat. Das Wichtigste? Ein sicherer Schlafplatz. Wenn du dann an Plätze hingehst, wo du nicht weißt, dass die schon belegt sind, hey, da kannst du richtig Ärger kriegen. Ja. Aber hallo. Also da gab es schon Backpfeilen oder es gab mal eine auf die Nuss oder so. Tommy erzählt, dass es auf der Straße kaum Solidarität gibt. Jeder sei sich selbst der Nächste. Diebstahl und Gewalt unter Obdachlosen komme leider gar nicht so selten vor. Hier an dem Platz habe ich genau eine Nacht geschlafen. Das war meine erste Nacht draußen in Stuttgart. Also was nachts kriegst du hier Besuch von Ratten. Ja, so eine dauerhafte Angst, überfallen oder zusammengeschlagen zu werden. Ja, das ist ja auch so eine diffuse Angst, die man die ganze Zeit hat. Es ist echt schweinekalt. Wir haben, glaube ich, jetzt -2 Grad. Es wird aber auf jeden Fall noch kälter heute Nacht. In der Woche hier kann es bis zu -8 Grad werden, wurde gesagt. Ich hoffe nicht, dass das so ist. Das ist jetzt schon wirklich extrem krass. Mit Sascha schlafen in dieser Nacht mehr als 50.000 Menschen in Deutschland auf der Straße. Tendenz steigend. Man unterscheidet zwischen 2 unterschiedlichen Lebenssituationen. Obdachlosen und wohnungslosen Menschen. 2016 gab es in Deutschland rund 860.000 Wohnungslose. Davon lebten ca. 52.000 Menschen ohne jede Unterkunft auf der Straße, waren also obdachlos. Die meisten haben doch eine Biografie, wo Wohnungslosigkeit so ein Kulminationspunkt ist. Also es gibt Brüche in der Lebensbiografie, sehr individuelle Geschichten. Das kann der Eintritt von Arbeitslosigkeit sein, das kann eine Suchtgeschichte sein. Trennung, Scheidung, Tod sind so ganz klassische Dinge, die berichtet werden und die auch so Hauptauslöser von Wohnungslosigkeit sind. Boah, es ist jetzt 7 Uhr, bin gerade wach geworden. Und irgendwie fühlt es sich gar nicht so an, als wenn ich geschlafen hätte. Wenn ich mich heute zurückerinnere, hätte ich das Experiment am liebsten da schon beendet. Während Stuttgart erwacht, spüre ich die Einsamkeit. Als Obdachloser lebst du in einer Welt, für deren Bewohner sich niemand interessiert, die ignoriert und ausgegrenzt werden. Direkt nach dem Aufstehen beginnt wieder die tägliche Jagd nach dem Kleingeld. Ich brauche jetzt dringend einen Kaffee und ich habe keinen Cent in der Tasche. Entschuldigung, ich habe nicht zufällig ein bisschen Kleingeld über oder so, wie einen Cent oder so. Und das Schlimmste beim Betteln ist halt einfach diese extreme Demütigung, ja, dass man nicht wahrgenommen wird, dass man unsichtbar ist für die Leute, man wird nicht angeguckt. Und das färbt auch ab aufs eigene Empfinden halt. Paulenzer. Also ich
hab nach drei Tagen wirklich mein Selbstbewusstsein war auf dem Nullpunkt. Aber zum Glück gab es auch andere Reaktionen. Indien-Sandwich und ein Stück Pizza. Ich habe mich beeilt. Ich weiß nicht, ob das ist der Kracher. Ich danke dir. Vielen, vielen Dank. Ich danke dir. Schönen Tag wünsche ich dir. 80-90% der Leute, die mir wirklich viel Kleingeld in den Becher geworfen haben, unaufgefordert, wohlgemerkt, waren Männer mit Migrationshintergrund. Es waren oft arabische oder türkisch aussehende Männer, die mit ihrer Frau oder mit Kindern vorbeikamen und die mir dann ihr komplettes Kleingeld halt in den Becher geschüttet haben. Zwar haben Obdachlose wie jeder Bundesbürger auch Anspruch auf Grundsicherung, aber oftmals schaffen sie noch nicht mal den Gang aufs Amt. Sie schämen sich, sind suchtkrank, psychisch belastet oder einfach überfordert. Ich bin auf dem Weg zum Café 72. Das ist eine Einrichtung hier für Obdachlose, Wohnungslose, Leute in Not. Die Anzahl der Obdachlosen in Stuttgart, die hat sich ungefähr in den letzten Jahren verzehnfacht. Verzehnfacht? Verzehnfacht, ja. Das Café 72 ist einfach eine Tagesstätte für Wohnungslose, für arme Menschen. Eigentlich machen wir gar keine Einschränkungen. Hier kann eigentlich jeder Mensch hierher kommen, der einfach irgendwie Hilfe braucht. Das Café 72 ist einer der größten Obdachlosen-Treffs in Stuttgart. Wie viele dieser Einrichtungen wird es von einem gemeinnützigen Verein betrieben. Schlafen kann man hier zwar nicht, dafür können die Besucher aber beispielsweise duschen und Wäsche waschen. Hier gibt es jede Menge Brot, hier gibt es so eine große Bäckerei hier in Bad Cannstatt und seit vielen Jahren spenden die uns einfach das Brot vom Vortag. Für etwas über einen Euro gibt es hier auch ein warmes Mittagessen. Nach dem Prinzip Hilfe zur Selbsthilfe werden die Besucher ermutigt, selbst mit anzupacken. Für viele Leute ist es auch vielleicht das erste Mal, dass man wieder mal einen Job macht, wo man wieder gewertschätzt wird. Das habe ich oft gesehen, dass sie hier abgehen, wie ja, nachdem sie hier fünfmal gearbeitet haben, ein tolles Essen vielleicht gemacht haben. Und das erste Mal, dass einer kommt und sagt, hey, super Essen, so eine Spätzle habe ich schon lange nicht mehr gegessen. Theoretisch stehen in den meisten Städten genug Unterkünfte für Obdachlose zur Verfügung. Doch da gibt es nicht immer genügend Schutz vor Gewalt und Diebstahl. Ja, ich glaube, das wird dann hier heute Abend mein Schlafplatz werden. Ich bin jetzt so lange durch die Gegend gelaufen, dass ich schon nass geschwitzt bin, was nicht gut ist für die heutige Nacht, weil es ist noch kälter als gestern. Und ich habe mir jetzt hier unter so einem Vordach, ziemlich in der Innenstadt, einen Schlafplatz gesucht. Das ist hier mehr oder weniger so eine Art öffentliche Toilette für die Leute, die vom Feiern nach Hause gehen. Jedenfalls riecht es hier so heftig nach Urin. Ganz ehrlich, es ist mir mittlerweile echt egal. Das Licht ist jetzt angegangen hier in den Büroräumen. Und ich hoffe mal nicht, dass jetzt jemand kommt und mich hier wegjagt. Ich möchte einfach hier bleiben. Das hätte ich auch nicht gedacht, dass ich das mal sagen würde. Im Ort, wo es so stinkt. Diese Nacht hat mich fertig gemacht. Eine Woche später hatte ich die heftigste Grippe meines Lebens und wäre fast im Krankenhaus gelandet. Die Zahl der Sozialwohnungen in Deutschland sinkt von Jahr zu Jahr. Waren es 1990 noch knapp 3 Millionen, sind es heute nur noch 1,2 Millionen. Und man schätzt, dass ihre Zahl bis 2020 auf rund 1 Million schrumpfen wird. Neben Sozialwohnungen fehlen auch flächendeckende Hilfsangebote in Deutschland. Ich bin auf dem Weg jetzt hier zum Johannes-Falk-Haus. Das ist eine Einrichtung, ein Wohnheim für Obdachlose oder Wohnungslose junge Erwachsene. Hier leben Menschen zwischen 18 und 25 Jahren. Das Johannes-Falk-Haus ist eine gemeinnützige Einrichtung. Hier ist vieles gespendet, der Fitnessraum zum Beispiel. Das Haus bietet sowohl Notübernachtungsplätze für junge Menschen in akuten Krisensituationen als auch längerfristige Wohnmöglichkeiten. Dennis bringt mich in die Kreativwerkstatt. Dort habe ich eine Verabredung mit einem Bewohner des Hauses. René wächst im Heim auf. Er ist 16 Jahre alt, als sein bester Freund stirbt. Das wirft ihn aus der Bahn. Er leidet an Depressionen, will sich umbringen. Mit 18 landet er auf der Straße. Alles klar. Die Straße ist gnadenlos. Du wirst von jedem wirst du wie Dreck behandelt, egal ob es von der staatlichen Seite, von der Polizei ist oder von den normalen Mitbürgern, sage ich mal. Du bist einfach nur noch ein Stück Dreck. Ein engagierter Polizist hilft René und schickt ihn hierher. Ich kam hier an, der Betreuer hat gesagt, hey, geh erst mal duschen, bevor der überhaupt nach dem Personalausweis gefragt hat. Hier warst du auf einmal wieder ein Mensch. Okay. Glaubst du, das kann jeden treffen? Ja. Also, dass man auf der Straße landet, das kann wirklich jeden treffen. Nach einer harten Woche auf der Straße kehre ich zurück in mein normales Leben.
Der Selbstversuch hat mich verändert. Ich werde in Zukunft nicht mehr einfach an Bettlern und Obdachlosen vorbeigehen können. Ich werde mich daran erinnern, dass Menschen nicht freiwillig auf der Straße leben. Dass sie meistens irgendwas Krasses aus der Bahn geworfen hat. Und dass sie ohne unsere Hilfe komplett aufgeschmissen werden. Vielen Dank, Herr Schenk. Schönen Tag, Herr Schenk.